Kann man sich das nicht markieren? Doch irgendwie. Ich ganz gerne bei irgendwie aus. Naja. Der ist zu nah, denn natürlich schaffe ich den. Hier kann ich ja. Schieß den mal hier ab. Das ist 2 Support. Ich glaube, der 1 Support bleibt nicht gerade. 1 Support. Dann muss ich muss der hier auch kommen. Das ist zu weit weg. Ich schick sie mal dahin. Erst hat er einen Lag gehabt. Und ich komme wieder hier nicht weg. Nun ja, ich bin mir wieder. Ja, ja, ist heute eh nicht viel los. Trotzdem, gute Flugtier. Mitlesern, gute Unterhaltung. Ja. Die anderen Mitleser sind sowieso heute auch ein bisschen müde. Ich glaube, Moderat ist schon eingeschlafen. Seras wollte auch weg. Und schlafen gleich. Und Lani spielt, Tarkov. Boah. Jetzt doch ein bisschen mehr dran rein. In den Webzeug. Aber ich weiß nicht, welche Leute mich wetten. Ich würde gerne mal raus. Ich sehe es halt nicht. Ich muss erstmal die zwei, die mich jetzt werben, rausfinden. Webifiziert. Ah, ich weiß. Vielleicht werde ich jetzt echt kaputt gehen dadurch. Delta One Support für Great. Den hier. Glaube, jetzt wird's schwierig. Jetzt könnte ich die Nightmare verlieren. Ja, ich verliere sie. Komm halt nicht mehr weg, ne? Ich kann jetzt nur zuschauen und ich kriege die beiden halt nicht mehr. Den hier aufschalten. Vielleicht kann ich ja direkt sagen, dass sie den hier angreifen sollen. Ja, ich bin weg. Ich kann nicht rauswarpen, ich bin Dingst. Kann sie ja probieren, ich bin gerappt. Ich schaffe es ja noch. So close wird das. User joined your channel. Ne, ich komme nicht mehr raus. Abschlussbericht, ja. Weg bin ich. Mist. Erstens, Kacke. Ach, ich hab das Geld auch nochmal wieder. Ich wusste nicht, dass man rausproppen kann. Ich dachte, es geht nicht bei Webben. Ja, beim Webben ist einfach nur Verlangsamung. Achso, ich dachte, ich bin fixiert. Nee, also es gibt Scram und Disruptor. Und das sind beides quasi Dinge, die dich vom Warpen hindern. Und dann hast du halt Webber und die machen dich einfach nur langsamer. Lektion gelernt, ja. Hast du Thermodynamics geskillt? Nein. Oh, würde ich dir super empfehlen. Für solche Situationen super toll. Ja. Ich kann bestimmt meinen Kram noch abholen gehen, oder? Mein Kram müsste doch da liegen, oder nicht? Ja, na klar, wenn du was zu fighten hast für den Rest von dem Zeug. Nee, ich habe keine zweite Nightmare. Ich müsste jetzt die zweite Nightmare holen, um den ersten Nightmare zu retten, sozusagen, ne? Was ist denn so? Ich hätte noch eine Epoch, aber die wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich hab doch meinen. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwann geplatzt bin, weil es nicht mehr ging. Ja, deswegen meinte ich gerade schon, overheaten. Also du hättest halt quasi zum Beispiel die beiden Harten, hättest du overheaten können und dann hätte das wahrscheinlich auch nicht geklappt. Genau, ich müsste meine Claymore da haben. Du bist noch da, wo wir ja, ja. Ja, ja, ich bin da immer noch. Okay. Kann ich auch zu der Mission hinbringen, also das ist kein Problem. Musst du auch.
Warte, ich logge mal kurz ein, muss schnell von Cheetah rüberflitzen, ich kaufe schnell den Shuttle. Genau, du musst nur das Shield brauchen, weil nur, ne? Der Rest ist eigentlich egal. Ist denn das gedroppt? Das kannst du ja in der K-Mail schon mal gucken. Oh ja, okay, das gucke ich. Denn sonst macht es überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Wann erkenne ich das denn hier? Alles, was hell, was grün ist, ist gedroppt. Ich habe Glück. Es ist gedroppt, also sollten wir es holen. Okay. I'm running. Invite mich mal zur Flotte. In Bobbe. Ja. Ich muss erstmal, ich habe dich hier in keinem dummen Chat. Im Local schon? Nee, ich bin auch in Cheetah. Okay, da muss ich dich bei meinen Friends suchen gehen. Friends. Persönlich. Personen und Orte. Poggel. Pepa Poggel. Flotte will mit. So, jetzt kannst du einfach zu mir springen. Ich warpe schon mal zu der Position. Erhalten. Die schießen ja nicht auf Pots, ne, soweit ich weiß, ne? Sollten sie nicht, nein. Dann kann ich auch zu der Position kommen. Want to sell Nightmare. Du hast eine Nightmare Slain? Ja, ich nehme die dir wohl ab. Aber der droppt natürlich den X-Type, ne? Streamer Loot mal andersrum. Slay Ninja Loot. Slain. Ich kann dir das Zeug da rausholen, wenn du willst, mein Altins. Nee, mein Xeras macht das. Meine Mods, denen vertraue ich, dass sie es mir nicht wegklauen. Und mir dann nachher für das 15-fache verkaufen, weil sie denken, das wäre witzig. Passiert halt auch mal, ne? Wohlgemerkt, das ist das erste Mal bisher, ne? Dass ich irgendwie zusammengeschossen wurde. Das ist halt im Endeffekt shit happens. Ja. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich war erst geplant. Ah ja, ich kann nicht reinwarpen, ne? Ich warte gerade bei dem Exploration Gate. Ja. Ist ganz witzig, war, wenn dann der Adrenalin vorbeikommt und sagt, hallo. Ja. Aber ich auch noch. Ja, ein bisschen, aber ich muss sagen, ich habe mich eher darüber geärgert, von wegen, was ich machen muss. Also, dass ich jetzt verloren habe, ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich, das Einzige, was ich quasi aufhalten kann, sind Scrambler und Disruptoren. Ach so. Und selbst der Highslot-Punkt vom also es gibt ja quasi drei unterschiedliche Arten ich sag mal, getargeteten, also was du auf ein Ziel anwenden kannst. Es ist ja quasi einmal ein Metslot, also zweimal Metslot, einmal ein Webber und ein Scrambler. Und dann hast du ja auf dem Heavy Interdictor hast du noch ein Highslot-Modul. Jetzt bin ich raus. Das heißt aber auch Disruptor. Es gibt einen Heavy Interdictor, also quasi einen Cruiser, einen T2-Cruiser, der speziell dafür ausgelegt ist, so ein Modul zu nutzen. Aha. Das ist die, also der ist quasi eine Bubble. Ich glaube, ich bin da heute nicht mehr gut aufnahmefähig für so einen Kram. Okay, ich höre einfach auf. Ich habe schon wieder alles vergessen, was du am Anfang erzählt hast. Heute ist nicht mal Tag bei sowas. Pah, Defollow. Slain, ja, ich weiß gar nicht, was mit deinem Sub passiert ist, Slain. Hattest du nicht gesubbt? Das ist irgendwie gar nicht mehr wiedergekommen. Hast du umsonst bezahlt. Das ist total ärgerlich. Und Slain, ich vertraue dir natürlich auch, aber du kannst doch nicht spielen, denn dein Computer ist doch putti. Hat der Slain seinen Computer putti gemacht? Ja, seine Grafikkarte ist kaputt. Hab das Geld wiederbekommen. Okay, schön. Ja, das ist ja schon mal gut. Das freut mich. Ich habe gerade einen Aufschlag bekommen von 138.000. Toll. Nee, HDD, oh nein. HDD ist kaputt. Ja, ist ja ganz teuer. Ah, war aber auch erstmal wieder, wenn man nur Microsoft da drauf hat. Over and out, jetzt schau Spotzen. Schlaf gut. Ich habe Schrott zu verwichteln. Willst du einen Gaski haben? Ich? Ja, natürlich. Was für ein Key? Ich habe Scheiße noch überall rumfliegen und ich dachte mir, ich könnte die einfach Leuten andrehen als Giveaway. Ganz lustig. Ich glaube, keiner wollte es haben. Ja, die Eve-Spieler sind manchmal etwas, wie soll ich sagen? Pragmatisch und finden das dann nicht witzig. Ja, genau. Da muss der Giveaway, muss keine Ahnung, 200 Millionen. Ja, ja. Sonst gucken sie dich mit dem Arsch nicht an. Ja, habe ich auch schon letztens gesehen, dass irgendeiner hier 100 Millionen Giveaways gemacht hat. Aber das macht mich halt arm. Ich habe halt nicht so viel Geld. Mhm.
Ich muss ja jetzt von Slay noch eine neue Nightmare abkaufen. Bist du dir sicher, dass du die von Slayen kaufen willst? Der hat eine. Der macht doch mal einen Wenn er guten hier Preis. schon, wenn er hier schon defollowt und so. Wow, jetzt kommt, bricht der Krieg aus. Ich merk schon. Ich weiß nicht, der Du ziehst ja jetzt defollowt auch gerade hat. ins Null. Ich sehe euch schon demnächst auf dem Schlachtfeld. Du gegen Ja, Slayne. ich wollte einen 101. kaufen und als dann der Titan Sale fest war, hat mein CEO aus der Heißerkopf gesagt, nee, also das ist irgendwie nichts, was ich so gerne hätte. Dann Ja, bist du und dann. rausgeflogen, oder was? Nee, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich den Titan hier nicht haben kann, dann wechsle ich halt rüber. Okay. Oh, das will ich sehen, sagt Lani. Was will er sehen? Das 101 Slayne gegen Seras? Wäre Ja, echt muss ich interessant sehen. zu sehen. Einfach nur als Joke mal euch gegeneinander antreten lassen. Mit einem random gepickten Schiff. Wo ist denn Slane? Bist du auch im 06? Ja, der war im Null, aber der spielt gerade, glaube ich, nicht, hat er gesagt. Müsst du mal raushauen, wo er im 0 ist? Dann können wir mal gucken, ob wir einen Fight stagen können. Das wäre echt witzig. Aber so richtig Billo-Schiffe dann. Also. So wie nach Random-Auswahl. Fängst du ein bisschen drauf ein und dann Seras. so Random-Kackschiffe. Blani, hast du irgendwas gegen mich, oder? Lani ist heute auf Krawall gebürstet. Ich Er hat den merk's schon, Exit-Camper. Alter. Das war ganz aggressiv. Was, der hat den Exit-Camper? Mhm. Muss er ihm ein bisschen Ecstasy geben, vielleicht ist er dann. Was ist ein Exit-Camper? Ja, bei Tarkov kannst du nur aus bestimmten Punkten aus der Map Ach. rausgehen und dann bei einer Exit kannst du als Camper natürlich da rumhängen. Krass, null Chance ist objektiv so. Ich habe das Ja, Gefühl, dass es Blani. eher subjektiv ist. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir jetzt auch eher subjektiv vor. Ach Mann. Aber ich bin schon mal froh. Mein Gist-X-Type ist da auf jeden Fall noch drin. Jetzt hier, mal gucken, was mein Keyboard ist. Ich bin mal gespannt, was mein Keyboard sagt. Ich habe nie groß drauf geachtet. Das bin nicht ich. Schön weiter warpen, während ich hier im Keyboard Also wüble. sogar das Teuerste eigentlich an dem ganzen Kram gewesen. Wundervoll. Er ist leicht beschädigt, aber ich kann ihn dann polieren und wieder in die neue Nightmare reinbauen. Mein Ansehen hat sich auch verschlechtert durch diese Mission. Also das war die schlechteste Idee überhaupt, diese Mission zu machen. Ja, gibt halt immer so ein paar Missionen, die sind halt sehr. Also kommt drauf an, wogegen du fliegst. Ja, Man das hat war die halt halt. Amar und Kaldari. Das war richtig dumm eigentlich. Ich habe Genau, jetzt auch weil Amar Amar. Standing Lost und alles mitgenommen. Und Amar macht ja auch hauptsächlich EM-Schaden, das heißt da, wo du dein Loch hast. Ja, bei der Nightmare bin ich mir jetzt nicht sicher. Es war einfach nur ziemlich viel, glaube ich. Und ich war halt gerappt. Das war das Hauptproblem. Und ich dachte ja, Rappen ist, dass du gar nicht mehr wegkommst, auch nicht. Aber deswegen habe ich auch nicht angefangen, versuchen rauszuwarpen, weil das macht ja keinen Sinn. Dachte ich. Blani, nein, kenne ich nicht. Blani hat mich gerade angeschrieben und hat gesagt, ich kenne seine richtige Korb. Ob ich seine richtige Korb kenne. Was für ein richtiger Korb. Ich weiß es nicht. Was? Die richtige Korb ist auf jeden Fall nur die Gluten-Free. Es gibt nur die Gluten-Free Korb. Das ist die allerbeste überhaupt. Die ist ganz aktiv im Null auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Da sind die zu Hause, wa? Chick, Akia, SKM, Local, in Invert. Nicht, dass da gleich noch einen anderen dein Rig scannt. Was? Beste PvP-Spiel. Ich glaube, da möchte jemand. Nein, mein Buddy ist nicht drin. Bin gleich da, alles gut. Warum soll ich irgendwelchen Leuten plötzlich einen Invite schicken? Wäre das nicht dann eigentlich sogar noch dümmer? Würde ich sie ja nicht eigentlich auf meine Position eher schicken? Oder er hofft halt, dass er das dann quasi. Also, er kann halt zu dir warpen, das ist halt das Ding. Er möchte das halt jetzt schnell erledigen, bevor irgendwer das zufällig scannt. Also, er zum Beispiel. Er möchte es jetzt also schneller noch klauen, genau genommen. Also wenn man jetzt frech sein möchte. Mein Buddy holt mir das für mich. Aber danke für das Angebot, falls es doch nicht so
Genau, ich könnte es klauen. Weißt du, ich muss immer sagen, in der Zeit, wo ich Eve gespielt habe, bin ich nur an eigener Dummheit gestorben. Jedes Mal. Das war jetzt auch eigene Dummheit. Ich bin nie. Je länger man spielt, desto besser wird man aus diesen Situationen, die man da fabriziert, wieder rauszukommen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch gar nicht traurig, dass ich verloren habe, weil dann kann ich mir jetzt gleich eine neue kaufen. Wieder alles neu reinbasteln. Ja. Und Geld habe ich gerade auch noch genug. Ich habe ja jetzt nicht unendlich viel ausgegeben, muss natürlich wieder die Korb ausrauben. Aber es geht auch noch alles. Das passiert noch öfter. Ja, aber ich habe in letzter Zeit auch so ein paar Leute getroffen, die immer behaupten, Eve sei nur von Leuten bevölkert, die alles, ja, klauen, die nur negativ denken. Jeder Mensch, jedes Mitglied möchte nur das Schlechte von jemandem nur beklauen. Aber ich habe, ehrlich gesagt, eher Leute getroffen, die hilfsbereit waren, die Spaß am Spiel hatten, mitzuspielen. Auch wenn es so random Kacke war. Und einfach, ja, gute Laune verbreitet haben. Ja, gibt es definitiv auch ein paar. Sind aber auch einfach leider viele Leute dabei, die wirklich... Also gerade im Highsec hast du viele Leute, die einfach da sind, um dir den Spaß zu verderben. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht in einer Blase wohne. Nee, du... Wie wir neulich in dem Twitch Plays Eve Stream festgestellt haben, Eve ist tot. Wir sind mit einer Horde ungetankt mit 100 Plexen im Cargo von Cheetah nach Amar und Raider. Also das Schiff, was ich auch habe. Ja, ja, genau. Ja, das kann man gut, finde ich. Habe ich auch schon gemacht. Ja, 100 Plexen im Cargo und dann halt von Cheetah nach Amar. Wir sind nicht geplatzt. Wir sind angekommen und gedacht, was ist hier los? Ja, ich sagte ja auch schon mal, dass ich 1 Billion einmal drin hatte und es passierte gar nichts. Und das wussten die ja, Leute, die zugeschaut haben. Ich sag mal so, wenn ich jetzt zurückdenke, ach, vielleicht 2-3 Jahre oder so, das hättest du nicht machen können. Das war einfach, war nicht möglich. Bist, egal, was du im Cargo hattest, wenn du an einem der 05er, Uedama oder Nerja angekommen bist, bist du ja instant tot gewesen. Keine Chance. Ja, deswegen habe ich auch immer mich so gefragt, warum die Leute da so einen Wirbel drum machen, weil da nichts passiert ist. Das einzige Mal, dass ich fast mit der Raider kaputt gegangen war, weil 3 Triglavia mich angeschossen haben. Ja, die muss man ein bisschen aufpassen. Die sind im Highsec jetzt auch noch gefährlich geworden. Die haben sich bei den Gankern mit angeschlossen. Aber ja, sonst... Sind jetzt die NPC-Ganker. Ja, genau. NPC-Ganker, auch eine Variante. So, ich habe noch 3 Jumps-Begleiter. Okay, dann kann ich ja noch mal kurz auf Toilette gehen. Genau, bis gleich.